machst du da? Ich muss nachfeuern. So kalt. Boah. So ein riesengroßes Feuer. Freitag, 19. Juni 2020. Wir befinden uns hier auf einem sehr abgelegenen Parkplatz bei Sachs, unterhalb der Sachser Lücke. Diesen Parkplatz haben wir per Zufall im OSM gefunden. Auf dem Parkplatz befindet sich eine Schutzhütte, eine schließbare, so eine Grillstelle, Wasserstelle. Gesehen haben, sind wir einen Tag zuvor angereist, haben uns noch bei einem Lagerfeuer gemütlich niedergelassen und haben heute vor, eine kräftige Runde über die Sachser Lücke zum Stauberen zu laufen. Der Wetterbericht ist sich noch nicht so einig, was er machen soll. Im Moment ist es bewölkt und leichter Regen. Es kann sein, dass es heute noch gewittert. Es kann sein, dass heute öfters die Sonne kommt. Es kann sein, dass es den ganzen Tag bewölkt ist und regnet. Nichtsdestotrotz, wir lassen es uns nicht nehmen. Wir marschieren die Runde wie geplant, aber zunächst frühstücken wir in der Hütte ein wenig. Es ist 8.14 Uhr. Wir sind startklar. Nur noch die Kiri, die wird jetzt noch angezogen und dann marschieren wir los. Zwei Stunden 25 bis zur Sachser Lücke. Wir laufen jetzt los und da geht's lang. Es regnet immer noch. Es hält uns aber nicht davon ab, loszulaufen. Wir beginnen unseren Weg mit dem Aufstieg. Es geht jetzt von hier ca. 1100 Meter am Stück in die Höhe bislang. Schön im Wald, einen breiten, aber steilen Weg. Unser Ziel ist momentan nicht zu sehen, vor Nebel. So, wie wir gerade festgestellt haben, kommen wir aus dem Wald heraus und auch von hier sehen wir jetzt einen Teil unseres ersten Ziels. Das ist jetzt hier nicht die Sachser Lücke, sondern die Gebirgswand vor uns. Das Wetter hat sich insofern gebessert, als dass es nicht regnet, nur von den Bäumen tropft es etwas. Sonne zwar noch nicht in Sicht, aber wir warten ab, was uns erwartet. Es ist 8.40 Uhr. Der Weg wird immer felsiger. Bald kommen wir aus dem Waldbereich raus. Hui, ganz schön hoch geht es hier. Auf dem Video ist es leider nicht zu sehen. Es ist nun soweit. Wir verlassen den Wald. Abrupt endet er und es geht sofort weiter in den Fels nach oben. Nach wie vor keine Sicht. Und hier nun vor dem Felsvorsprung
Der grandiose Blick über das vernebelte Rheintal hinüber zu den Liechtensteiner Alpen. Nun überqueren wir eine Schafalp, stand angeschrieben. Kira natürlich am Seil. Der Nebel wird langsam kräftiger, sprich wir stehen in den Wolken. Wir bewegen uns weiter in der Wolke, steil nach oben. Maria hat erfolgreich die Schafe zur Seite geschafft. Sie schauen uns an, die Schafe. Kira freut sich. Man hört es, gell? Ja, das Quietschen, das ist Kira. Sie möchte zu denen hin, möchte mit denen spielen, weil wir kaum glauben, dass die spielen möchten. Wir haben jetzt ungefähr geschätzt ca. 200 Höhenmeter bis zur Sachser Lücke. Einen Berg sehen wir jetzt gar nicht mehr. Es geht aber noch bergauf. Danke Schafe fürs Platz machen. Dankeschön. So nah. So hauptnah waren die Schafe noch nie. Hier eine kleine Familie. Stinken tun sie ganz schön. Den Weg haben sie uns ganz schön eingematscht. Er ist richtig rutschig. Tief sinken wir ein. Ich zeige lieber die Hose gar nicht, wie wir zwischenzeitlich aussehen. Noch 150 Höhenmeter und wir sind, wie du sagst, zur Lücke. Der erste Höhepunkt, aber nicht der höchste Punkt. Zu sehen, nach wie vor, in alle Himmelsrichtungen nichts. Außer Wolke. Wir sind mittendrin. Seit 1,5 Stunden sind wir jetzt unterwegs, ohne Pause, circa nach eine halbe Stunde bis zur Sachser Lücke. Hier sieht man Zeit. Komm zurück. Und es geht nur noch ganz, ganz, ganz leicht.
So, Lele. Und auf den letzten 50 Meter zieht es noch einmal ganz schön an. Wir sehen schon unser Zwischenziel, die Bogartenlücke. So, Günther und Kira sind jetzt oben angekommen. Ich komme jetzt auch noch nach. Wow, geschafft. 1:50 haben wir gebraucht und haben nun hier die Sachser Lücke erreicht. Wir schauen dieser Seite, wo wir hergekommen sind, theoretisch in das Rheintal, auf die Liechtensteiner Alpen. Auf der anderen Seite, wir laufen gleich noch ein Stück vor, schauen wir nach dort drüben. Die Bogartenlücke sind wir schon durchschritten. Und unten sieht man dann später vielleicht noch kurz den Fehlensee. Nach einer Informationstafel, die hier aufgestellt ist, geht hier von der Bogartenlücke hier runter, den Fehlensee, Bollenwies vorbei, zu uns hierher, der Standort Sachser Lücke, ein Bruch, der Sachs-Schwendebruch, beim Entstehen des Gebirges, des Alpsteins, beim sich Falten, wie dort steht, hat sich an dieser Grenze der östliche, sprich rechte Teil aus unserer Sicht heraus und linke, westliche Teil etwas getrennt. So, wir verlassen die Sachser Lücke, gehen weiter zum Voglenfürst. Davon trennt uns noch 100 Höhenmeter. Nach diesen 100 Höhenmetern haben wir leider schon den höchsten Punkt für heute erreicht. Es ist enorm, wie schnell das hier in den Alpen immer geht. Ja, 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 herrliche Berge, sonnige Höhen, Bergvagabunden sind wir, ja wir. Herrliche Berge, sonnige Höhen, Bergvagabunden sind wir. Oleidi, 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 di li di o. Die Puste geht aus. Aber wir sind fast oben. Hoppala, geht's hier runter. Kann man sehen mit meinem nassen Objektiv? Und auch hier, wir haben es gleich geschafft. Das ist für heute der höchste Punkt der Tour auf 1750 Höhenmeter. Und ab da laufen wir dann einen Grat, was wir eigentlich jetzt schon tun. Auf dem Grat circa 5 bis 6 Kilometer, bevor wir dann runtersteigen nach Sachs wieder. Unser Weg führt von hier nun weiter in diesem Grat. Wir sehen von links kommt es vom Bollenwies, Fehlensee, und nach rechts, wo der Nebel endet,
eine ganz, ganz scharfe, senkrechte Abrisskante. Der Nebel immer mystisch, immer schön. Temperatur und Regen wechseln von stark zu schwach bzw. warm zu kühl. Die Rossenalp entsprechend einer synklinalen der Fellensee. Letztes Jahr haben wir da unten Pause gemacht. Dieses Jahr stehen wir hier oben und schauen uns das Ganze von oben an. So, wunderschön. Ein Weg, der trotz seiner fehlenden Aussicht hier, wie gesagt, wäre das Rheintal. Also, trotz seiner fehlenden Aussicht ein gigantischer, bombastischer Weg. Denn es ist manchmal sogar schön, wir kennen Bilder und dann danach das, was wir sehen würden, uns in unserer Fantasie vorzustellen. Auch das ist schön. Deswegen dieses Wetter mit diesen ziehenden Nebelfeldern oder Wolkenfeldern, es ist schön, es ist wirklich schön. Kira ist noch ganz aufgeregt, denn vor ein paar Metern haben wir zwei Gämse entdeckt. Der Foto war zu langsam, Kiras Blick natürlich war der schnellste. Folgen, wie wir vorankommen. Da hinten, ganz hinten, zoom mal heran, nochmal der Fählensee. Im vergangenen Herbst sind wir hier diesen Weg Bildmitte gelaufen. Er läuft jetzt unter uns entlang und sind dann danach von hier noch nicht zu sehen. Vielleicht nachher der Semptiser See sind wir dann hier vorne durch den Wald steil aufgestiegen und sind bei der Alp Siegel rausgekommen und nach der Alp Siegel die Zahme Gocht nach unten zurück nach Wassermaul. So. So, Kuppenschrägen. Das stimmt. Also ab jetzt geht es dann runter. Wir werden zum Schluss dann noch ein paar Höhenmeter machen. Jetzt erstmal geht's runter. Zum schönen felsigen Weg. Ja. Der Weg ist in diesem Abschnitt sehr interessant, steil am Hang, kräftig felsig. Da vorne kommt jetzt eine gesicherte Passage. Mal um den Felsen hier rum. Echt ein cooler Weg haben wir. In Worte gar nicht zu fassen.
Hi. Also der Weg wird immer schöner und schöner. So, auf diesem wunderschönen Abenteuerweg, der urplötzlich in den Fels geschlagen war, sind wir nun fast beim Stauberen angelangt. Wir schauen hier gegenüber wieder auf die Alp Siegel und wir sehen hier nun uns zu Füßen den Semtiser See. Den Fählensee haben wir gerade noch gesehen und hier nun den Fählensee. Es gibt eine Stelle, an der man beide zeitgleich sehen kann. Die haben wir gerade passiert. Das hier wissen wir nicht genau. Sehen wir gleich, ob es die Bahnstation ist. Ich habe gestutzt gerade, weil wenn wir jetzt gerade ausschauen, sehen wir urplötzlich doch in die Rheinebene hinab. Hier vor uns der Hohe Kasten, zu dem gehen wir heute aber nicht rüber. Es ist eine extra Wanderung geplant, die wir auf den Hohen Kasten machen. Einmal die Stauberen Kanzel. Von hier sind wir gekommen und haben hier nun ein Haus gefunden, das ist beheizt. Das ist Teil des Appenzeller Whisky Tracks, sprich hier oben am Stauberen. Oh, jetzt sieht man nur noch mich. Reifen Whiskys in Fässern, die man auch hier dann kaufen kann. Ja, jetzt wird es uns doch, jetzt sehen wir das wieder. So, das Wirtshaus hat geschlossen. Wir machen hier trotzdem auf der Aussichtsterrasse einfach eine Pause. Maria muss sich noch etwas trocken legen. Es ist feucht. Und hier der versprochene Ausblick noch einmal in das Rheintal. Malbuhn, vor uns ganz schön die Wolken, ein herrliches Bild. Wir befinden uns jetzt in der Bergstation der Bahn. Und diese Bergstation, sieht man, ist wirklich direkt an den Fels angebaut. Wir hatten nun in dem Gasthaus Stauberen eine Aufwärmpause gemacht, Suppe gegessen, Whisky gekauft. Den müssen wir dann noch abfilmen, eine Edition, die es nur dort oben gibt. In der Zwischenzeit hat sich hier alles vernebelt, also links und rechts von uns, beide Seiten des Grates sind eingenebelt. Wir laufen jetzt weiter, ein kurzes Stück, danach geht es schon an den Abstieg. Wir steigen weiter ab, als wir aufgestiegen sind, weil wir zum Schluss dann noch von der Ortschaft Sachs 200 Höhenmeter zu unserem Parkplatz zurück müssen. Hier noch einen letzten Blick auf den Semtiser Seewagen. Gerade eben hat man noch gesehen,
Jetzt sehe ich, dass er schon wieder zugenebelt ist. Denn hier vorne geht es gleich unser Weg nach rechts ab in die Tiefe, aber noch ein weites Stück in unbewaldetem Gebiet. Mittlerweile sind wir wieder auf 1460 der Höhe, also wir laufen runter. Der Weg ist sehr anstrengend, aber nicht vom Wegverlauf her, der ist sehr matschig. Es regnet immer noch. Zwischendurch hat es ein bisschen leichter geregnet und jetzt hat es wieder stärker angefangen. Wie gesagt, wir sind nur am Runterrutschen und nicht runterlaufen. Stopp! Okay. Wir sind ja nun auf einem Ausweichweg. Wir mussten Kühen ausweichen, die direkt auf dem Weg waren, mussten diesen Steilhang hinunter. Der Abstieg geht weiter, zumeist Viehwegen, sprich entsprechend matschig, aber auch mit sehr schönen Ausblicken ins Tal, dem wir immer näher kommen. Wie wir wieder einstimmig feststellen müssen, absteigen ist wesentlich unangenehmer, aber auch wesentlich anstrengender als das Aufsteigen. Wir laufen hier insgesamt 1100 Meter nach unten oder knapp über 1100 Meter am Stück. Das ist massiv belastend, Muskeln, Knie, Füße allgemein, die ganze Beine. Das schlägt ganz schön rein und es war jetzt ja in weiten Teilen unwegsam, rutschig, matschig, Kuhfladen, steil dazu trotzdem. Aber das war jetzt nicht gejammert, sondern das war festgestellt.
So, niedrigste Punkt ist erreicht oder schon erreicht gewesen. Wir sind schon 10 Meter weiter oben. Jetzt laufen wir etwas hier in der Ebene weiter. Dann kommt das grande Finale. 200 Meter wieder nach oben. Die werden bestimmt anstrengend, weil nach dem Abstieg sind die Muskeln müde. Die Feuchtigkeit und den Regen spüren wir gar nicht. Eigentlich müssten wir komplett durch Nestheime laufen, ja ständig im Regen, ohne Regenkleidung. Aber wir merken nichts. Nö. Leicht feucht, aber das ist aber angenehm. Kira ist dauerhaft erfrischt. Zur Ausnahme finden wir uns jetzt auf einem Schweizer Wanderweg, also sprich nicht Bergwanderweg, sondern ein gelb markierter Wanderweg. Vor ein paar Stunden waren wir noch irgendwo da oben. Genau wissen wir es nicht. So, jetzt noch eine Korrektur von mir. Da oben waren wir. Jetzt erkennen wir das wieder. Und dann sind wir hier auf dem ganz hohen. Und der ist Nebel in den Wolken. Waschen. So, unser Rückanstieg, diese 200 Höhenmeter zu unserem Parkplatz Nassel, ist gelungen. Wir sind zurück. Die Wanderung ist zu Ende. Sehr schön. Das Wetter, mag manch einer sagen, war nicht schön. Wir sagen doch. Auch damit kann man wirklich leben. Es gibt auch Vorteile bei solchem Wetter. Dies war nun die erste alpine Wanderung in diesem Jahr. Und wir sind guter Dinge, dass da noch einige folgen werden. So, unsere Wanderung und unser Kurzurlaub sind zu Ende. Was im Video auf dem Berg nicht mehr zur Sprache kam, ist, wir waren ja einkehren kurz. Und dort gibt es von dem Whisky Track die entsprechenden Whiskys. Einen solchen haben wir uns ergattert. Ein Appenzeller Whisky Track Edition Staubern. Abgefüllt aus dem Lärchenfass mit 52 Volumenprozent am 19. Juni 2020. Passendes Glas habe ich ja, aber eine Verkostung will ich jetzt niemandem zumuten. Ich verkoste selber.